Ganz großer Jubel gestern Abend in der Staatsoper um Weltstar Placido Domingo. Mit zarten 70 Jahren ist seine Stimme etwas tiefer als früher und deswegen ist er vom Tenor ins Baritonfach gewechselt. Als Simon Boccanegra hat er das Wiener Publikum begeistert und danach hat er noch von der Staatsoper ein Überraschungsgeschenk bekommen. Als Placido Domingo Verdi Simon Boccanegra singt, hat er keine Ahnung, dass dieser Abend noch eine große Überraschung für ihn bereithält. Der Ausnahmekünstler, der sich in letzter Zeit auf Baritonpartien verlegt hat, gibt die Titelrolle des Dogen Boccanegra mit Tenorklang und wird dafür vom Publikum mit nicht enden wollendem Jubel und Applaus belohnt. Dann die große Überraschung. Domingo, der bereits Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper ist, bekommt den Ehrenring des Hauses von Kulturministerin Claudia Schmidt überreicht und ist zu Tränen gerührt. Danke, aber das Publik. Ohne Publik ist keine Intendant. Keine uns. Seinen ersten Auftritt an der Wiener Staatsoper hatte Placido Domingo vor mehr als 45 Jahren. Bis heute hat der Weltstar nichts an Ausstrahlung eingebüßt. Ich bin am Ende von Simon Boccanegra. Wirft er sich noch am Boden mit so einer Kraft, mit so einer Energie. Er gibt alles, was er hat und natürlich versteht das Publikum und er ist wie ein Sonnenschein. Den goldenen Ehrenring der Wiener Staatsoper will er jetzt immer tragen. Das bedeutet mir so viel, die Wiener Staatsoper. Der Schriftzug ist eingraviert, man sieht sogar die Logen und das begeisterte Publikum. 45 Jahre haben sie mich alle unterstützt. Ich bin wahnsinnig stolz und glücklich zugleich. Der weltweit mit unzähligen Orden und Preisen ausgezeichnete Jahrhundertkünstler gibt sein Wissen und seine Erfahrung auch in Opernwettbewerben an junge Talente weiter. He's incredible. I mean, Placido, we all aspire to have a career. Wir würden uns wünschen, nur ein Zehntel so viel Karriere zu machen wie er. Er ist der großzügigste Mensch und hat immer Zeit für uns. And he always has time for you. Von einem Menschen wie Placido Domingo kann man eben nicht genug bekommen. Vielleicht noch 5 Jahre dazu. 5 Jahre sind noch nicht vorausgeplant, aber für die nächsten 3 hat die Wiener Staatsoper Placido Domingo bereits verpflichtet. Und als Simon Boccanegra wird er im Februar wieder in Wien auftreten.